Sprich, fürchtest du dich in Staub gelegt? Wie Blumensonnenschein. Hey, hi, Ritz, Konstantins Mitbewohner. Alexander, ich bin sein Bruder. Ah ja. Schade, dass du dich so anstellst. Begreifliche. Wer bist du? Ja, ich weiß, der ist schon weg. Ich habe noch meine Tasche gestern vergessen, die wollte ich machen. Hey, komm rein. Ich bin doch gleich wieder weg. Ja. Aber du bist natürlich hier, um dich von Konstantin zu verabschieden. Bringst du ihn morgen zum Flughafen, oder? Oh. Hey, Mann, du kannst ihn doch besuchen gehen. Ich fliege auch hin. Nur 3 Monate, aber vielleicht sehen wir uns sogar noch in Bolivien. Ja? Okay, ja. Hey, ich muss eigentlich gleich auch wieder los. Ich habe nur mein Gebäude vergessen. Aber wir sehen uns später bestimmt noch. Oder? Ja. Hey, tschüss. Ciao. Wo gehst du hin? Eltern! Kann ich nicht. Die Paranoia mit dir kann ich langsam verzichten. Wie ein Hund, ey, einem nachläuft, weil er Schiss hat, dass er mich zu fressen kriegt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich an dir gut finde. Total gestört. Was? Total gestört, habe ich gesagt. Du hast keine Manieren, Junge. Weißt du, dass es mir Spaß macht, dir hinterher zu rennen? Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, weil du nicht den nötigen Durchblick hast. Durchblick? Ja. Jetzt erzähl mir was für einen Durchblick. Wie es mir vorkommt, hey. Vielleicht bist du völlig verpeilt durch die Gegend. Also, du bist selber in einer Schieflage, also sagst du nicht. Danke. Geh. Raus. Tschüss. 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 Ciao.